Ja, moin. Ich weiß, ich sehe komplett fertig aus. Herzlich willkommen zurück bei Lost Ark. Ich habe lange nichts von mir hören lassen. Ihr wisst auch warum. Fairmine braucht ein bisschen Zeit. Und wir reden heute ganz kurz über meinen Ersteindruck. Ganz wichtig. Ersteindruck, nicht das, was ich mit den anderen Kabaten da veranstalte. Wenn ihr lieb seid, mein Algorithmus ist ein bisschen gefickt. Wäre ein Träumchen, wenn ihr Bewertungen und Kommentar lassen könntet, damit YouTube mich nicht ganz so hart von hinten nimmt. Ich danke euch. Also, Fairmine. Ich habe die Guides, glaube ich, so sehr studiert, wie ich es noch nie bei einem Raid gemacht habe. Hintergrund dessen natürlich mein Lead sein in diesem Raid. Habe ich soweit ganz gut hinbekommen, tatsächlich. Man mag es kaum glauben, nach dem letzten Arcan. Oh. Und ja. Die Guides sahen, das sah richtig wild aus, sah richtig krass aus, so alter Falter wird das heftig und am Ende war Gate 1 eine ziemliche Bockwurst. Du kannst da alles verkacken drin, also wirklich, der Boss ist halt ein Tricksion-Dummy, der macht gar nichts. Das ist ein trotzdem cooler Boss, ich mag ihn sehr. Eventuell ein bisschen zu einfach, aber ich weiß ja mittlerweile auch, warum der erste so einfach ist, beziehungsweise beide so einfach. Der zweite ist da schon etwas spezieller. Am Anfang ist er noch human, dann kommt der Siebenfach-Konter und diese ganze Gelaufe ist eine ziemlich coole Mechanik. Hat es ja so in Lost Ark auch noch nicht gegeben. Macht auf jeden Fall Spaß. Im Normal-Mode relativ easy. Ich stelle es mir auf hart unfassbar ätzend vor. Ja, eigentlich, sobald er in seiner Flügelform ist, musst du nur ein bisschen aufpassen. An sich geht er soweit. Wichtig ist halt nur, dass die Leute halt auch überleben. Und nicht runterfallen. Und den Laser woanders hintanken, als da, wo sie hintanken willst. Eigentlich eine relativ entspannte Nummer, wenn du Hidden Arsena benutzt, da du ihn dann so weit runter droppst, dass die ersten Pools nicht kommen und du sofort in die Stagger-Mech gerätst. Dementsprechend kann man eigentlich sauber runterspielen, es sei denn, man pepegert. Hi. Aber Hauptaspekt an diesem ganzen Ding ist natürlich Gate 3 und Alter, hat der mich in den Arsch gebumst. Aber fragt nicht nach Sonnenschein, aber auch nicht so mit Gleitgel und so und mit so nett streicheln und Kuss auf die Wange, nix. Der kam an, rein mit dem Prügel und als er fertig war, hat er mich einfach links liegen lassen. Der hat mich nicht auf den Kaffee danach eingeladen, gar nix. Ach du Scheiße. Ich war da wirklich mit Pala die ersten, glaube ich, drei Tries drinne. Im ersten habe ich eine Minute durchgehalten, zwei Pötte verwendet, Cry Salvation, tot. Das war mein allererstes Gate 3. Oh Gottes Willen. Sah übrigens mit dem Breaker nicht anders aus. Also das war schon... Eieiei. Ich habe echt, also wirklich, der Boss... Halt dein Maul, Alter. An dem sind die Mechs nicht das Problem. Die sind super leicht. Die Angriffspattern sind das, was dir den Arsch aufreißt. Ich glaube, ich kenne keinen Raid oder Boss oder sonst irgendwas, wo es so wichtig ist, die Angriffspattern zu kennen, wie bei ihm. Weißt du nicht, was er macht, stehst du blöd, bist du weg. Du bist sofort weg. Wobei nicht sofort. Eigentlich geht der Damage-Income von ihm, es sei denn, du hast dir ein paar Stacks geholt. Jeder Stack gibt dir 20% mehr Damage vom Boss. Und wenn du da mit vier Dingern rumrennst, dann war's das ganz schnell. Und Albion. Leute haben unfassbar Probleme mit dem Albion-Ding. Ihr wisst schon. Die roten Flächen auf dem Boden, da musst du richtig stehen. Komm super schnell. Und du denkst dir nur, ach du Scheiße, wie soll ich mir das denn merken, bis du irgendwann feststellst, nachdem du 30 Mal daran gewiped bist, dass das ein gewisses Muster verfolgt. Ein ganz simples Bewegungsmuster. Es ist niemals wirr. Meistens ist es einfach nur hoch, Mitte, Ecke, rüber, Mitte, und dann kannst du wieder am Boss rein. Also du läufst eigentlich immer nur so ein Viertel. Ja, oder Mitte, Mitte oder halt außen. Das sind eigentlich die groben Patterns, die es bei dem gibt. Mittlerweile finde ich ihn sehr angenehm.
Erst sobald du runterfallen kannst, ist eh vorbei. Ach du Scheiße. Wirklich, aber mittlerweile würde ich behaupten, es geht einigermaßen. Aber, boah, ist der Boss heftig. Er ist sehr schwer. Er ist sehr schwer. Gar keine Frage. Machbar, definitiv machbar. Aber wir beißen uns auf jeden Fall gut die Zähne aus und ich finde es eigentlich ziemlich cool. Also, es ist mal eine Herausforderung. Der fehlt auch, der zweite Clear wird auch nicht. Der wird auch nicht da so durchgehen, da Mod. Jetzt haben wir es einmal cleared, beim zweiten Mal wird es angenehmer. Bestimmt angenehmer. Aber bei an Gate 3 werden viele Leute jede Woche lange sitzen und Gate 3 wird viele Spieler kosten. Das können nicht viele. Da müssen wir einfach mal ehrlich sein. Da müssen wir ehrlich sein. Das Ding können nicht viele spielen. Weil du musst echt ein bisschen was auf dem Kasten haben. Einmal falsch positioniert, einmal ein Stack abbekommen und du bist eine wandelnde Zeitbombe. Ich sag euch, also wundert euch nicht, wenn demnächst die Spielerzahlen runtergehen. Das knack ich. Und das ist normal. Und das Ding wird zweimal genervt. Ich freu mich schon auf hart. Wo der nämlich nochmal ein Pattern extra hat. Ein rotes Pattern, das Pac-Man genannt wird. Inside, Outside. Du musst ja Normal und Enhanced Patterns dir merken. Wobei das eigentlich super schnell in den Kopf zu kriegen ist. Und dann kommt das Hidden Gate mit zwei Phasen. Da macht er dir den After so auf. Wirklich. Auf 1,80. Ich sag's dir, wie es ist. Ey, geiler Raid. Wirklich. Ich habe mir das Transistenzsystem schon angeguckt. Lief einigermaßen okay für mich. Aber alter Falter. Das ist mal echt ein Teil, du. Das. Und ich habe wirklich, ich habe wenig geschlafen die Woche. Also ich habe sehr wenig geschlafen. Man sieht es eventuell. Ich bin ein bisschen fertig. Bin ein bisschen zermartert. Ich habe nur noch Patterns im Kopf. Ich habe nur noch diesen Boss im Kopf. Wann, wo, stehen, wie, was, wieso, weshalb, warum. Und dann, und du kommst weiter und weiter und dann denkst du irgendwann so, weiß ich jetzt auch nicht, Alter. Weiß ich auch nicht. Also unsere Gruppe, wir kommen ja wirklich voran. Immer mehr Bars weg, immer weiter, immer niedriger. Aber es passieren leider immer Fehler. Die sind super ärgerlich. Super, super ärgerlich. Aber ich glaube, wir sind auch mittlerweile einfach Matsch. Wir sind mittlerweile eigentlich einfach Matsch. Ich sag euch eins, Alter. Da muss eine Lost Ark Pause kommen. Ich kann das sonst nicht mehr. Alter. Ich dreh durch. Ich habe jetzt schon ein bisschen wahnsinnig im Kopf. Hier stehen vier Kaffeetassen vor mir. Wisst ihr, was am Wochenende los war? Vier Kaffeetassen! Und gleich steht dann der fünfte, weil ich zu faul bin, nicht mal die wegzuräumen, sondern ich hatte einfach keine Zeit. Wann soll ich es machen? Aufstehen, kurz fertig machen, Frühstück, Kaffee, Rechner zocken. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden wir da reingedrückt haben. Viele Stunden da drin versenkt wurden. Alter Falter. Aber ja, das wird noch eine witzige Geschichte. Ich bin so durch, ich überlege mir, welchen Schar ich als nächstes in die Richtung ziehe. Das bin ich. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Aber nö, macht Spaß. Ist schon. Kann man mal machen. Das ist soweit mein erster Eindruck zu dem ganzen Ding. Es wird natürlich, ohne Frage, ein Video von mir und meiner Gruppe kommen, wie wir das Ding machen. Ich werde ein bisschen was zu erzählen und werde ein paar schöne Sachen zusammenschneiden. Nur von Gate 3 habe ich so viele Aufnahmen mittlerweile. Da könnte es ein paar Parts zu geben. So Best-ofs, so 10 Stück von, guck mal, es ist nicht gut gelaufen. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst es mich wissen. Ansonsten, wir sehen uns dann. Ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen. Kein Scheiß, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, an welchem Tag wir das nächste Ding ansetzen wollen. Müssen wir gucken. Vielleicht bin ich live am Mittwoch, Donnerstag. Vielleicht nicht. Ah, mal gucken. Bis dann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns mal irgendwann wieder. Wenn ich meinen Schlaf nachgeholt habe. Und ich nicht mehr ganz so Banane bin. Habt einen schönen Tag. Haut rein.